Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skrüm, bei den Ollen Rollen 5, Skrüm und das ist doof, die Ollen Rollen, Entschuldigung, muss ich selber drüber lachen. Gut, wir sind gerade auf unserer ewig währenden Queste in Richtung Riften unterwegs und haben aber diesen jungen Mann in der letzten Folge noch aufgetan, der hier offenbar überfallen wurde und bestimmt hat er eine Aufgabe für uns, damit wir ja nicht nach Riften kommen. Telraf, oh, denk Telraf. Nicht mal im Traum daran. Telraf, was ist los? Sind Sie fort? Geht's dir gut? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Was? Ihr könntet euch meine Zeit nicht leisten. Was kann ich tun? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Huch, der ist aber schnell wieder... Ich hab noch nicht mal zugesagt, Mann! Wie soll ich dich denn sicher dahin bringen, wenn du gegen jeden Pfosten läufst? Du Horst. Es ist gleich dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Gut. Oh, Killer-Eichhörnchen. Ich habe sowas vermutet. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Was ihr hättet nie. Aufhören! Hat er gerade aufhören gesagt? Aber warum stand da Wache? Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung. Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Oh, das waren wir gerade. Ich hole nur eben kurz eure Belohnung. Komischer Typ. Ganz komischer Typ. Hm? Belohnung. Ja, jetzt geh und hol die Belohnung, Mann. Mit dem hat man seine Last. So. Uiuiuiui. Der Rand der Welt. Der Rand der Welt. Und ich freue mich schon drauf, gleich in diese Richtung weiterzureisen. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Aber was hat's mit der Wache auf sich? Sag mal, Belohnung gibt's hier doch gar nicht mehr. Hier ist doch nichts mehr übrig. Hä? Ja? Belohnung, Mann! Was mit der... Ihr braucht etwas? Die Belohnung! Der hat mir eine Belohnung versprochen. Wartet hier, während ich die Belohnung hole und jetzt geht er wieder zurück. Ich bin sehr ungehalten. So, liegt da jemand? Dann schaue ich mir ganz kurz mal selber das Lager an. Aber die wohnen doch hier, oder? Guten Tag. Nilheim. Ja. Hm? Der hat dieselbe Stimme, das ist ja furchtbar. Okay. Die Wachen hier tun einem nichts, offenbar. Kiste... meine Belohnung, habe ich verdient. Alles meine Belohnung, die Herren. Bitte bleiben Sie sitzen. Das ist nicht Ihr Lager. Schuppen, schön. Lecker Fleisch. Alles meine Belohnung. Das ist meine Belohnung. Oh, das ist meine Belohnung. Die kämpfen gar nicht gegen uns, oder? Oh, das galt gar nicht uns. Oh. Ich glaube, das... Ah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wieso... Gut, was mit meiner Belohnung? Das ist jetzt alles natürlich ein bisschen durcheinander.
Oh, Telraf soll man jetzt töten. Hallo, Telraf. Lass mal stehen. Genug, ich ergebe mich. Das hätte dir eher einfallen müssen. Der wurde gar nicht überfallen, der hat uns einfach zu seinen Banditen führen wollen. Der hat gefaked. Ich hole kurz meine Belohnung und dann... Der hat es einfach gefaked. Der wollte uns reinlegen. Das war so ein Klassiker einfach. Ich weiß aber nicht, warum die Banditen uns hier nicht angegriffen haben. Die Wachen. Genug, genug, ich ergebe mich. Ja, das sagt er halt, während ich ihm gerade das Schwert durch den Kopf stecke. Das ist halt ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Ich sage es nur. Wenn ihr mal in so einer Situation seid, ja, und ihr denkt daran, euch zu ergeben, tut es bitte nicht erst... Boah, hier sind viele Pfeile. Tut es bitte nicht erst, wenn euch gerade zufällig schon ein Breitschwert im Kopf steckt. Okay, das ist wirklich unnötig. Das Eichhörnchen getötet. Jetzt hasse ich die Sturmmenschen. Ich weiß nicht genau, was das gerade war. Ich weiß nicht genau, was es werden sollte. Ich weiß nur, wir sollten am Ende den Typen töten, der uns vorher verarscht hat. Und das ist okay für mich. Ich lasse nicht zu, dass man uns verarscht. Wie cool das hier aussieht. Auch wenn es jetzt dunkel wird langsam, aber wie schön. Ganz ehrlich, ich schlaf mal ein bisschen hier. Ist es 18 Uhr, ist mir egal. Ich will das richtig schön bei Sonnenlicht erleben. Nachts bestimmt auch toll, keine Frage. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum hast du mich so? Hey. Ich gebe euch Deckung. Oh. Trade Things? Wie kann ich euch dienen, Tane? Ach, die ist so lieb. Okay, können wir ihr auch Sachen geben? Sie hat nur ein Hunting Bow und Steel Sword. Okay, wir können ihr später vielleicht ein besseres Schwert geben. Oder was heißt später? Haben wir denn schon ein besseres Schwert? Das ist nicht so ihrs, glaube ich, ne? Wir könnten ihr diesen Bogen geben. Oh, den brauche ich selber. Okay, danke. Ja, was hältst du davon bei dem Wetter? Wollen wir einfach hier campieren vielleicht? Komm, wir suchen Schutz von dieser Dreckmulde hier. Kommt runter, hier regnet es nicht. Jetzt kommt runter. Ich weiß, ich bin der Herr, du bist das Geschirr, pipapo, aber trotzdem bei dem Wetter sollten wir einfach... Ich bleib den Tag hier, ich campiere hier einfach. So. Haben wir zumindest den Regen abgewartet. Ist jetzt nicht mehr der schönste Sonnenschein, aber wir kommen gleich in die Abendstunden, wenn die Sonne sich güldender niedersinkt am Firmament. Und dann ist hier auch die schönste Stunde in diesem Herbst. So, bitte greift mich nicht an. Der Mann wollte mich verarschen. Ich habe da wirklich nichts gemacht. Was ist hier los? Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Oh ja. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu-Met. Oh, was ist denn Honigbräu-Met? Ihr habt den lieblichen Honigbräu-Met noch nie probiert? Nein. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Oh. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Oh. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Das ist bestimmt eine ganz tolle Idee. Ihr habt bestimmt Roofies im Drink und wenn ich aufwache, bin ich nackt und wehrlos. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um
Nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Prost, mein Lieber. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Ebenso, mein Freund. Ich danke euch. Die waren wirklich nur nett. Huch! Lydia, ich kann's nicht fassen. Die waren einfach nur nett. Was mit deinen Augen? Was? Ja, Entschuldigung, ich hab mich gerade festgeguckt. Tut mir leid. Wie peinlich. So, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Hof? Das war sehr lustig. Was? Was ist... Ah! Gott zum Gruße, einen beliebigen Gott, mir egal, Wache von Rift. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Baduri? Solch eine Macht? Ich wünschte, ich könnte in eine der Hauptstädte gehen. Vielleicht sogar zurück nach Gramfeste. Okay, tschüss. Ja, die ist uns entgegengerannt. Sarethihof. Oh, das ist schön hier, ne? Also ganz ehrlich. Da will man ja auch bleiben. Und dann noch so freundliche Leute, die hier Honig mit uns teilen. Nachtschwärmer. Nachtschwärmer. Was sind... Okay, da muss ich mal kurz hin. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Was ist das denn? Hallo, Avrusa. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Ihr seht erschöpft aus. Ist es so offensichtlich? Ja. Ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Ich könnte euch helfen, wenn ihr wollt. Obwohl ich ja eigentlich nach Riften wollte, aber was zählt das schon? Wirklich? Ja. Das wäre einmal eine angenehme Abwechslung. Natürlich. Für das Züchten von Nirnwurz brauche ich auch Jaspeitrauben. Der Säuregehalt des Saftes ist perfekt für den Boden. Für meine neue Ernte brauche ich 20 davon. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Sie sind sehr selten. 20? Ich habe 3 gerade mal insgesamt gefunden. Wollt ihr etwas von mir? Was mit deinen Augen? Was? Schön. Ich mag die Lydia. Sie ist wortkarg. Wie finde ich diese Trauben? Kann ich... Oh, cool, Enten. Enti schwimmen. Ach, schön. Guck mal, die Augen leuchten doch, oder? Diese Augen. So. Schön mit den Enten. Sag mal, diese Beeren, ich glaube, da komme ich später wieder, ne? Die werde ich jetzt nicht einfach so finden, wenn ich hier ein bisschen um den Hof laufe. Die sind, glaube ich, wirklich sehr selten. Eine haben wir im toten Eichhörnchen gefunden, eine haben wir irgendwo wachsen gefunden. Kann es sein, dass diese Beeren eher bei Toten wachsen? Was sind... Was sind... Okay, ich muss speichern. Ich muss dahin. Ach, die explodiert. Ja, Lied, da setzt du ein bisschen zu spät an. Okay, die war cool. Feuersalze. Was sind mit diesen Haaren? Okay. Warum... Ich meine, das ist so ein Feuerwesen. Warum verbrennt die denn am Ende, wenn sie tot ist? Sie müsste eigentlich immun gegen Feuer sein, oder? Feuerwesen. Flump. Sah aber wahnsinnig cool aus. Fand ich sehr, sehr gut. Ich darf mich nur nicht verlaufen. Vor allem, weil es wieder dunkel wird, langsam. Kann ich eigentlich... Das interessiert mich schon die ganze Zeit... Hab ich noch... Hab ich die Axt dabei? Nee, ne? Hab ich die Axt aus Versehen abgelegt, verkauft, weggeschmissen? Ich hab die weggeschmissen.
Ich wollte mich versuchen, mit der Axt hier mal gegen so einen Baum zu hauen. Mal gucken, ob wir da auch Holz ernten können. Also ernten. Ihr wisst schon, Holz rauskriegen können. Ich glaube, wir kriegen noch ein paar spannende Monsterchen vor Gesicht. Zu Gesicht. Ich weiß, die meisten von euch kennen das hier alles schon, aber sei es drum. Ich finde das gerade wahnsinnig aufregend. Für mich ist das alles neu. Toll. So, aufschließen. Das will ich nicht. Nachtschwärmer. Alles Nachtschwärmer. Hm? Nö, du, ich frag nur. Ein Wind zieht auf und es wird dunkel. Ich würde mich hier vielleicht nochmal kurz einquartieren. Diese Augen, ne? So. Es ist wieder 19.20 Uhr, dann würde ich... Ich mache einfach so und dann breche ich ab, wenn es halt zu spät ist. Und dann ziehen wir bei Tage weiter. Wir machen heute früh Rast, es war ein aufregender Tag. So, 5, 6, 7. Boah, ist das schön. Was ist die Schwester? Hier ist es langweilig. Jeden Tag immer nur das Gleiche. Boah, wenn du wüsstest, wie schön das hier ist. Wenn du es einfach nur zu schätzen wüsstest. Boah. Ein Traum. Na gut, dann ziehen wir weiter. So. Quack. Quack, quack. Ab an die Hauptstraße und dann links herum. Wir kommen bestimmt bald an. Und das ist alles nur für diese eine kleine Quest. Ich wollte es nur sagen, ne? Wir erfüllen gerade quasi nur eine Nebenquest, eine winzige. Nicht mal eine der Hauptquests oder großen Quests, Questreihen, sondern einfach nur so nebenbei. So ein ganz kleines Ding. Da vorne dieser verbrannte Baum, der sah aber verdächtig aus, bevor der andere nachgeladen hat. Ich muss wirklich mal gucken, ob ich nicht irgendwie eine Mod kriege. Ich glaube, bis diese Folge hier veröffentlicht ist, ist die Modliste bestimmt schon rausgehauen, oder? Ich weiß nicht genau. Ich muss eine Mod finden, mit der die Bäume schon früher laden und alles in der Umgebung schon früher liegt. Warte mal, dieses Geräusch, ne? Nun wird's. Habe ich doch richtig gehört. Was treibt denn da? Ach, Enten mit Küken. Die haben Küken dabei, die Enten. Und guck mal hier, diese kleinen Seelebewesen da, diese Wasserfliegen oder was man das da ist. Oh Gott, ist das schön. Mein Herz blutet einfach nur. Glaube ich hier entlang, ne? Kurze Frage. Kurier. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Entschuldigung. Dustin? Ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, was habt ihr denn? Okay. Bis zum nächsten Mal. Julian? Ihr braucht etwas? Nein. Erika, hey. Ja? Ihr habt einen wunderschönen Namen. Ein elfischer Name, wie ich gerade sehe. Toll, toll. Er strotzt vor Magie. So. Wir können auch Third Person spielen, natürlich, das geht auch. Oh. So.
Dritte Person ist mir auch ganz schön hier, wie es aussieht. Entschuldigung, ich verliere mich manchmal in Welten. Es ist einfach, uff, ich musste mich bei Witcher schon immer zurückhalten, dass ich nicht einfach so die Sachen, die Gegend angucke und so. Und das ist hier einfach nicht anders. Alter Schwede. Na gut. Rein. Und ich hoffe, ich bin noch auf dem richtigen Wege. Hallo, kleiner Wolf. Ja, ist ja gut. Hm? Alleine hast du keine Chance. Oh. Ein Vogelei. Wenn die jaulen, rufen die dann ihre Kumpanen? Würde mich mal interessieren. Ist einfach ein Vogelnest runtergefallen. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Würde ich das Ei am liebsten irgendwo oben wieder hinlegen oder das ganze Nest. Aber Omelette geht halt auch. So, müssen wir jetzt hier lang? Ich muss mal ganz kurz auf die Map gucken. Ah, wir gehen einen langen Weg unten lang. Das finde ich sehr gut eigentlich. Ich weiß, es dauert länger, aber ich glaube, in diesem Spiel ist es auch, es ist völlig egal. Und vor allem weiß man nie, ob man noch richtig geht. Ich sollte wahrscheinlich der Hauptstraße folgen, ne? Oh, ist eine Abkürzung. Haha. Da haben wir richtig Zeit gespart. Und da vorne sind ja Wölfe, natürlich. Kann es sein, dass es an Wölfen eine leichte Überpopulation gibt hier in diesen Landen? In Himmelsrand? Euer Tod bringt mir Ehre. Ich kann euch nicht besiegen. Ist wohl weggelaufen. Ja, ist er. Hallo Ork. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Ich wollte fragen, ob ihr das mit eurer Mutter. Ihr solltet nicht so mit mir reden. Na gut. Ihr solltet nicht so mit mir reden. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Bitte, listen, ich möchte keinen Ärger. Nein, aus, böser Ork. Das werdet ihr bereuen. Nein, bitte nicht. Hört mir. Hat das jemand gesehen? Wie gut ich bin? Okay, sie hat zuerst zugeschlagen. Ich glaube, Lydia hat zuerst zugeschlagen. Okay, na gut. Ich meine, sie hat es herausgefordert. Ich wollte es nicht. Ich habe Respekt vor der orkischen Bevölkerung. Aber so ja nun nicht. So nicht, meine Liebe. Und da sie nicht meinen Namen hatte, wird sie keiner vermissen. Weißt du was? Ich mache nochmal Folgendes. Obwohl, sie gut aus. Zwei Wölfe und sie auch tot. Jeder wird wissen, was passiert ist. Niemand wird erfahren, dass eventuell noch jemand seine Finger im Spiel hat. Und ich muss ganz kurz gucken, was ist das denn hier? Ich hasse mich. Ich hasse mich so sehr. Wieso gehe ich jetzt hier diesen Bögen nach? Oh, ist das schön aus hier. Ist das schön! Ich möchte alles verprügeln, weil alles so schön ist. Ist ja Musik? Weil alles so schön ist? Musik? Ich glaube, die Musik hat sich verpisst, weil die nicht verprügelt werden möchte. Ah, Wanchenzell. Oh, das sieht elfisch aus. Seht mal da drüben. Eine Zwergenruine. Oh, zwergisch? Das sieht gar nicht zwergisch aus. Zwergisch wäre doch die Muster viel abgehackter, oder? Und ehrlich gesagt, sieht das noch ziemlich im Betrieb aus hier. Mit den Rohren. Gut, die Rohren sind sehr unelfisch, aber Zwergenmuster sind doch eigentlich immer viel kantiger. Ricola! Das ist mein Drachenschrei.
Kommen wir da oben hin? Nee, ne? Okay, da pustet irgendwas raus. Also ich könnte es hier mal probieren. Ich habe gespeichert. Wir sind hier noch nicht rumgeklärt. Oh, guck mal da. Das sieht doch prädestiniert aus, als müsste man hier hochkraxeln. Ja, traumhaft. Und da sind wir schon. Und hier geht's wohin? Nach Avanchenziel? Oh gut, wir sind... Haben wir hier oben die Abkürzung genommen? Ja, ne? Hat viel gebracht. Also wir haben viel abgekürzt auf jeden Fall. Ich meine, wir können ja ein... Oh. Da drüben müssen wir jetzt hin, das ist Riften. Wie weit man hier gucken kann, ne? Ich ganz kurz speichern und vielleicht nur mal einen Blick rein. Nur einen kleinen Blick. Ich würde nur gerne wissen, was das ist. Okay, ist von einer Seite verriegelt. Alles klar, gut. Ich glaube, das ist nicht der Eingang. Ich weiß aber nicht, wo der Eingang ist. Der wird wahrscheinlich auch nicht hier unbedingt sein. Sieht schon cool aus. Ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite rein, wenn überhaupt. Naja, dann... Eigentlich bin ich ganz froh. Ich hätte gerne was gesehen. Aber vielleicht ist es einfach besser so für alle hier. Wenn man mir gar nicht erst die Möglichkeit gibt, da reinzugehen. Ist hier vielleicht ein Eingang? Lydia, wie siehst du? Du bist schmutzig! Was? Wir müssen mal baden gehen, Lydia. Ich bin auch schon wieder voller Blut. Ich habe hinten Fleisch auf dem Rucksack. Ja, ich muss trinken. Ja, wir müssen baden gehen. So. Gut. Dann mal los. Ich glaube, wir können einfach hier, ne? Wir können die Abkürzung nehmen. Wir gehen mal mitten lang durch den Wald. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Danke dir, du bist super. Ich glaube, das passiert, wenn man mitten durch den Wald geht, aber... Trotzdem schön, dass wir das mal machen. Oh. Dankeschön. Oh. Das ist sehr lieb. Die haben ihre Nester auf dem Boden. Das ist kein normales Vogelverhalten. Da macht es gar keinen Sinn, überhaupt ein Nest zu bauen. Das sieht aus wie ein Präsentierkorb. Oh nein. Sitz. Aus. Danke, Lydia. Hast mir super geholfen. Bist die Beste. Hier, schnapp dir den Schmetterling. So, ich speichere mal. Ich habe keinen Heiltrank dabei. Und gegen vier Wölfe? Da kriegt man halt doch schon ein bisschen Biss. So, ich bin sicher, das hier ist nicht Riften. Largaspur. Ist es dein Schiff? Nee, bitte nicht. Komm, Lydia, lass es. Lydia, lass einfach. Komm, Lydia. Ey, Lydia. Sie lässt es nicht, oder? Schlüssel erforderlich, okay. Kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Ich habe eine Frage. Sieht ein bisschen aus wie bei The Forest.
kenne das Spiel noch nicht so gut, das Skyrim, ne? Ich bin ja immer noch ganz am Anfang und so. Gibt es die Möglichkeit hier vielleicht durch... Ich meine, es ist aus dem Hause Bethesda. Man sieht es bereits am Zaun da unten. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, da vorher schon reinzuspringen. Gibt es immer. Was ist das denn? Ach, nichts. Ich glaube, Lydia hat ihr blutiges Handwerk verrichtet. Ich sehe einen Skiver. Aber ich will baden. Nein, ich wollte ihn nur anrüsten. Ich wollte nur ganz kurz baden gehen. Ente fangen. Entenküken fangen. Nein. Nein, nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Kraft, Kraft, Kraft. Nein. Nein, das mache ich nicht. Ich weigere mich. Bei aller Liebe. Ach, nicht wieder ein Wolf. Die Wölfe sind wirklich lästig hier. Ich höre dich doch. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich höre dich. Mäßige dich. Wir sind nicht dein Mahl. Na schön, gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Was? I'd rather die? Ich habe keine Zeit dafür, sowas. Sehe ich aus, als hätte ich Geld? Eigentlich schon. Ihr seht so aus, als könntet ihr ganz schlecht mit Gold umgehen. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Okay, ich habe keine Zeit dafür. Ihr hättet nie herkommen sollen. Der Biss ist los. Das ist der beste Dieb, den ich jemals gesehen habe. Ein epischer Kampf! Welch epischer Kampf! Hat es noch keiner gesehen, wie lächerlich das gerade war? Gut. Der beste Dieb der Welt. Naja, Amethyst hat er dabei. Schön. Lockpick, Steel Dagger, Dwarven Dagger. Alles wertlos. Das war ein richtig epischer Kampf. Wow. So, da vorne ist die Stadt. Wir haben sie gleich erreicht. Ja, unsere Odyssee hat gleich ein Ende gefunden. Und ich bereue keine Sekunde, dass wir sie gemacht haben. Ist das schön. Oh. Gut, ich wünschte, ich hätte nicht gesagt, ich bereue keine Sekunde, dass wir sie gemacht haben, denn... Ich kann diesen Bären nicht angreifen. Der hat drei Junge dabei. Es sei denn, die Jungen greifen uns an. Nicht angreifen. Okay, okay, gut. Ich wollte es nicht. Ist grausam. Oh. Ich wollte das wirklich nicht. Ich habe das nicht gewollt. Die haben uns angegriffen. Ich habe mich nur gewehrt. Ich kann da wirklich nichts für. Es sind blutig grausame Biester des grenzenlosen Hasses. Ho, ho, ho. Oh nein! Rutzel!
Oh nein, der Fuchs. Der Fuchs hat das Bärenjunge umgebracht. Oh nein. Was ist das für eine Schlachtplatte hier heute? Ich wollte doch nur zur Stadt und ich habe doch gesagt, ich bereue keine Minute davon und schon greifen mich kleine Bärenbabys an, die voll süß sind und dann muss ich alle töten und dann die Mutter und noch und dann... Aber so ist das Leben als Drachenbjörn. Man kann es sich nicht immer aussuchen. Es ist nicht immer leicht. Aber es ist ein Weg, den wir gehen müssen. Ein Weg, den wir gehen müssen. Alle Zähne ausgeschlagen am Hirsch. Da drüben liegt ein Bär. Ein Fuchs hat 4 Bären getötet. Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ja. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Auch das und... Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Und der Fuchs. So. Oh, hier ist schon die Mühle. Mühlheim. Und hier kommen wir jetzt nach... Ah, gerade richtig. Ich glaube, ein Sturm zieht auf. Oder Wolken ziehen vorbei. Ich bin gerade nicht so sicher. Sieht ein bisschen trüber aus gerade. Keine Sekunde zu früh sind wir hier. Hallo, darf ich eintreten? Halt! Oh. Zurücktreten! Was? Wenn ihr Rifton betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Was? Dieses hier ist verschlossen. Was? Warum? Was ist los? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Gesindel? Das ist alles. Könntet ihr in meinem Fall eine Ausnahme machen? Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Eines Tages bin ich Level 30, dann komme ich zurück. Auf dem Weg zum Nordtor machen. Ich habe mich jetzt echt durchgeschlagen. Ist denn das ein Nordtor? Nein, ist das ein Nordtor. Ich fühle mich so gering geschätzt, so geringschätzig. Kommen wir denn hier durch am Berg vorbei? Ja, zum Glück. Warum haben die hier eine Mauer gezogen, wenn hier ein ganzer Berg ist? Wahrscheinlich, weil Leute dann vom Berg hätten reinspringen können, aber die könnten auch Leitern drüberlegen, falls man angreifen will. Also, strategisch... Was ist das? Ach, nichts. Strategisch nicht unbedingt schlau. Das hier ist... Ist das hier das Nordtor? Ist egal. Es ist ein Tor. Wir gehen rein. Und wir sind in Riften. Wir haben es geschafft. Riften entdeckt. Heimlich durch ein kleines Tor. Und in der nächsten Folge... Entdecken wir wirklich Riften? Dann schauen wir uns hier mal um. Ich hoffe, wir kriegen nicht allzu viele Quests, aber ich glaube, da hoffe ich vergeblich. Um Gottes Willen. Ich glaube, das ist die nächstgrößere Stadt. Naja, wir müssen nur was schätzen lassen und dann gucken wir mal, mit wie viel Quests wir hier wieder rausgehen. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Aber der Weg hierher war traumhaft schön. Hab nichts bereut davon. War schade mit dem Fuchs, dass er die Bären so getötet hat, klar. Aber das kommt halt schon mal vor. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.